Hey Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pirates Legend vom englischen Server. Das letzte Mal diese Woche, nächste Woche geht es weiter mit dem deutschen Server. Auch da hat sich natürlich einiges getan. Server 3 ist mit Server 1 quasi fusioniert und da gibt es zurzeit natürlich ein mega Chaos und ich hoffe, dass ich das bis am Montag alles geregelt habe, dass da wieder so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Ich habe mich direkt, nachdem die Server da waren, wieder eingeloggt und habe dann festgestellt, dass ich zum Beispiel im Kolosseum zum Beispiel auf Platz 3500 gefallen bin. Das fand ich jetzt natürlich nicht so prickelnd, aber naja, was soll man machen? Serverzusammenfuhr ist immer so eine Sache für sich und ich fange hier schon mal mit PvP an. Ich lasse es mal ein bisschen im Automatik laufen, ich denke hier dürfte noch keine Probleme haben. Und viele haben mich gefragt, wie finde ich das denn mit dem Serverzusammenführung? Fandst du das gut, fandst du das scheiße? Ganz ehrlich Leute, es war irgendwann abzusehen, ich habe damit schon gerechnet, ich habe das ja schon zweimal mitgemacht auf dem englischen Server. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, irgendwie hat es schon so ein bisschen Motivation gebracht, die Leute fangen wieder an ihren Teams zu arbeiten, wirklich das letzte bisschen halt rauszuholen, was halt geht und das ist natürlich mega nice. Und meine Union war am Anfang natürlich ein bisschen angeschlagen davon, von der Serverzusammenführung. War natürlich eine schlimme Sache. Ich denke mal, was für S1 war es teilweise ein Problem, für S3 war es teilweise ein Problem. Aber es wurde halt schon gut verteilt. Ich gimpel jetzt irgendwo in der Arena auf Platz 90 rum. Besser bin ich leider noch nicht, aber da habe ich auch schon für die nächsten paar Tage auf jeden Fall gesorgt, dass wir da mal ein bisschen was verbessern können. So, ich werde jetzt gegen Kaito antreten. Jetzt werde ich natürlich in den manuellen Modus wechseln. Obwohl, bei dem brauche ich das noch nicht. Das ist ja eher so Pillepalle hier. Ich glaube, ich gehe da doch lieber in den Automatikmodus. Dann werde ich das mal laufen lassen. Weil hier geht es eigentlich nur darum, man muss sich halt halten können, wenn man auch auf der richtigen Position kämpft. Er hat nur 3 Charaktere und macht mich gerade lang. Daran könnt ihr mal sehen, wie wichtig das Stun ist. Ja, das ist jetzt schon mega krass, dass ich gerade gegen jemanden verliere, der eigentlich nur 3 Charaktere hat. Deswegen ist der automatische Modus eigentlich mittlerweile sogar schon besser, weil dann reagieren die Charaktere schneller. So schnell wie man hier drauf drückt auf das Stun, das kann man gar nicht machen. So, das machen wir jetzt aber nochmal. Ich mache jetzt einfach mal den CD-Clear und wir machen Kaido nochmal in Automatik und gucken mal, wie es dann läuft. Ja? Das müsste dann schon wieder ganz anders aussehen. Da seht ihr auch schon, obwohl der Goldie hat sich trotzdem noch geheilt, hat sich trotzdem noch gestunt. Geheilt, sage ich schon. Ich habe schon wieder Sprachfehler ohne Ende hier. Aber ihr seht, mein Trafalgar-Lore, ihr habt ja mich gefragt, warum wird er eigentlich so oft gestunt? Ist er denn nicht auf Dodgen? Doch, er ist auf Dodgen. Er ist voll auf Dodgen. Aber wir spielen hier in einer ganz anderen Liga, Leute. Das ist, die haben Hits drauf, ja. Die sind viel höher als alles andere. Und das ist einfach mega krass, ja. Das ist mega, mega krass, was die an Hits raushauen. Und deswegen können die auch, wenn du Dodgen auf 50% hast, dich dodgen, ja. Das ist Wahnsinn. Ja, und ich habe schon einen ziemlich hohen Dodge-Anteil. So, jetzt machen wir gegen Memo hier. Natürlich auch in Automatik. Wir wollen ja mal gucken, wie weit wir kommen mit Automatik. Und außerdem bin ich nicht schnell genug für den manuellen Kampf. Ihr seht schon, ich habe direkt einen Charakter verloren. Das war natürlich jetzt nicht so toll. Aber egal, wir versuchen das trotzdem hier noch zu gewinnen, rumzureißen. Aber selbst die Teams, die jetzt nur Gold sind, die haben es einfach voll drauf. Ihr seht, ich verliere total übelst hardcore. Ja, also ist es gar nicht so einfach. Und das fängt hier schon bei 200 an, Leute. Wenn ihr jetzt neu auf dem englischen Server anfängt, dann müsst ihr euch erstmal da durchprügeln. Ja, überlegt mal, was das hier alles an Zeit kostet. Das ist Wahnsinn. So, wir haben jetzt auf jeden Fall den Arena-Kampf, haben wir 3 Stück gemacht. Jetzt gehen wir mal hier in den normalen Kampf über, diesen serverübergreifend, und versuchen mal, ob wir hier vielleicht was... Ah, jetzt habe ich aus Versehen weitergedrückt, egal. Versuchen wir mal den nächsten hier, Lord. Wir kämpfen auf jeden Fall gegen Lord. Gucken mal, was der so als raushaut hier an Schaden. Das sieht auf jeden Fall richtig böse aus. Er hat mich schon... Gleich kommt auf jeden Fall sein Stun. Bis dahin muss ich mindestens schon die Hälfte von seinem Team platt gemacht haben, sonst kriege ich nämlich viel zu viel Schaden rein. Hier sollte man auf jeden Fall... Also ich spiele jetzt gerne, auf dem englischen Server spiele ich gerne nur in automatischen Modus und nicht mehr im manuellen Modus, weil es einfach viel schneller geht. Die Charaktere reagieren viel schneller und da geht es wirklich darum, wer ist schneller. Das ist einfach so. Wer ist schneller mit dem ersten Angriff? Der erste Angriff entscheidet meistens mal alles, ja.
Deswegen, ihr seht schon, man verpasst einmal den Einsatz. Ihr seht schon, da kriege ich mächtig auf die Mütze. Das ganze Team ist schon ausgelöscht. Und das war's. Fertig, Feierabend. Falsch gestunt und schon habt ihr die Arschkarte. Ich sage ja, heute ist schlimm mit meinem Sprachfehler. Total übel. Oh, den machen wir. Ob ich den schaffe, weiß ich nicht. Aber wir versuchen unser Bestes. Back, weg ist er. Den hat's zerlegt. So, wir gucken weiter. Wen haben wir? Montana. Montana Beats. Wir kämpfen gegen ihn. Mal gucken, ob wir ihn schaffen oder ob wir ihn nicht schaffen. Er hat natürlich schon Ray auf erwacht. Das ist natürlich auch mein Ziel. Das will ich natürlich irgendwann hinkriegen. Er verteilt jetzt auch mittlerweile hier Buffs. Um die Crit halt zu erhöhen. Ist natürlich mega nice. Das bringt auf jeden Fall schon einiges. Und er bringt natürlich ordentlich an Ultis. Weil er ist sauschnell und dodgt fast alles. Das heißt, ihr braucht euch gar keine Gedanken mehr machen. Den könnt ihr nicht mehr platt machen. Ja, das ist Wahnsinn. Wenn der auf Wacht ist, dann kriegt ihr den absolut nicht mehr platt. Vor allen Dingen, wenn man viel auf Dodgen spielt, ist auf jeden Fall so ein Ray auf Wacht auf jeden Fall vom Vorteil. Der wird nicht mehr angegriffen, das könnte knicken. So, den machen, ja, müssen wir ja nochmal machen. Sonst verschwenden wir ja einen Punkt. Das wollen wir auch nicht. So, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Gehen wir mal weiter. Oh, das ist auch ein böses Team. Da kämpfen wir natürlich direkt mal gegen. Bin mal gespannt, ob wir heute überhaupt mal einen Kampf hier gewinnen. In der Arena. Sieht auf jeden Fall sehr schlecht aus. Dass wir heute irgendwas hier überhaupt gewinnen. Das ist auf jeden Fall ganz böse. Ganz, ganz böse. Also der Schwertkämpfer, der ist auf jeden Fall mega krass. Der soll noch krasser sein als Guru Sai C. Zurzeit der beste Schwertkämpfer, den es gibt. Ich kann es verstehen. Ich glaube, der greift 4 Personen gleichzeitig an. Oder alle sogar. Ich glaube, der greift sogar 5 an. Das ist absolut böse. Ja? Ihr seht schon, ich habe gerade 500.000 Schaden reingedrückt bekommen. Das ist jenseits von gut und böse. Ja? Ich muss jetzt auf jeden Fall zusehen, dass ich meinen Ray, jetzt ist das Event vorbei, jetzt fange ich wieder an, meine Charaktere hochzuziehen. Und ich habe ja mehrere Charaktere auf Gold, wo ich auf jeden Fall noch einiges verbessern muss. Wir kaufen jetzt uns erstmal hier oben nochmal ein paar Punkte. So, kostet 5 Berries. Wir erweitern das Ganze mal. Ich will euch ja noch ein bisschen mehr zeigen. Ich habe gesagt, heute machen wir PvP. Und dann nehmen wir natürlich keine Rücksicht. Oh, ich kann nur 11 maximal. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, egal. Wir machen das einfach durch und dann gucken wir mal, was passiert. Wir haben hier auch noch All Blue. Den habe ich mir noch aufbewahrt. Da können wir natürlich auch noch reingehen. Und ein bisschen Gas geben. So, das Team sieht übelst pervers aus. Da können wir direkt mal sehen, wie sich das so macht. Kombination Enel und Guru Sai A wird bestimmt mega schmerzhaft sein. So, Enel greift als erstes an, jetzt greift Guru Sai an und die Hälfte meines Teams sollte auf jeden Fall schon vernichtet sein. Ja, nicht ganz die Hälfte, aber sie sind fast alle tot. Gut, dass ich Enel auf Gold habe. Der haut die Scheiße noch ein bisschen raus. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ich habe auch genug Wiedergeburtssteine jetzt, also falls Lau wirklich auf Erwacht geht, dann kann ich das sofort machen. Die anderen haben alle hier schon den Chopper auf Rot gezogen. Das ist natürlich auch mega nice. Kann man natürlich machen. Aber ich frage mich, wie sie das im deutschen Server überhaupt reinpacken wollen. Weil hier geht es jetzt quasi jeden Tag einen anderen Charakter auf Gold ziehen und erwachen lassen. Und naja, die Kombination, die macht es halt. Ne? Oder wie schnell man halt ist. Wir spielen jetzt gegen Exat. So, wollen wir mal gucken, was der so drauf hat. Das ist auch wieder die gleiche Kombination. Ich weiß gar nicht, ob wir den gerade schon mal hatten. Da ist auf jeden Fall wichtig, Kombination Prinzessin und Enel. Hier hat er natürlich einen Fehler gemacht. Er hat Enel schon auf 1 gezogen. Das heißt, Enel greift zuerst an und danach erst die Prinzessin. Das ist natürlich eine kleine Damage-Einbußung. Da sollte man auf jeden Fall zusehen, dass die Prinzessin als erstes angreift. Weil das macht definitiv mehr Schaden und ich wäre eine Runde vorher platt gewesen. Das ist auf jeden Fall schon mal so per se vorweg. Aber dass ich heute echt... Okay, gegen die Grünen habe ich gewonnen, toll, aber... Oh, das sieht nach einem Team aus, was ich vielleicht sogar besiegen könnte. Gucken wir mal, wie es läuft.
So, wir haben auf jeden Fall schon mal den Großteil gestunt. Was habe ich heute mit Stun und Dodgen, dass ich das immer durcheinander bringe? Meine Fresse, das gibt's doch gar nicht. Ja. Also ich muss auf jeden Fall auch zusehen, dass ich hier eine andere Kombination hinkriege, dass Kizaru endlich aus meinem Team rausfliegt. Kizaru ist zwar ein guter Charakter, aber mittlerweile wird er ja gar nicht mehr gespielt. Ich frage mich, wenn er irgendwann, wenn man den auf jeden Fall erwachen kann, was er dann macht. Er greift bestimmt die erste und die zweite Reihe an. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das nochmal richtig böse wird. Wenn er das, wenn das wirklich so kommt. Kommen sollte. So, ich verliere die Runde jetzt auch, weil sein Gozer E einfach mal schneller ist. Oder beziehungsweise richtig böse gestunt hat. Das ist, sollte eigentlich nicht passieren. Aber ist halt manchmal so. Das ist halt Stun-Luck. Was soll man machen? Ich muss mein Trafolgar-Lore, der lässt sich auch wirklich ganz selten mal nicht stunnen. Das ist halt, weiß ich, woran es liegt. Das ist halt so, ne? Hier spielt einer zum Beispiel mit Zorro auferwacht. Der sieht natürlich auch mega nice aus. Richtig geiler Charakter. Finde ich absolut geil. Gozai A finde ich auch so pervers geil. Das läuft auf jeden Fall bei dem, ja? Den würde ich gerne auch haben. Aber vielleicht mache ich das beim nächsten Event. Wenn er zum Kaufen ist, mache ich das mit Gozai A. Dann hole ich mir den auf jeden Fall auch auf Erwacht. Und dann geht's ab. Wollen wir hoffen, dass er das nächste Mal wieder dabei ist. Ich habe mir jetzt überlegt, bei jedem Event mache ich einen Gozai auf jeden Fall auf Gold. Mindestens auf Gold. Muss ja sein. Ich bin mal gespannt, wann das nächste Event kommt. Da müsste ja Ostern, glaube ich, ist das nächste, was kommen sollte. Da bin ich mal gespannt, was dann noch abgeht. Jetzt habe ich natürlich einen klaren Vorteil. Ich habe immer noch meinen Stunner. Ja. Ist aber noch nichts entschieden. Weil Gozai A macht mega Schaden. Ja, genau das meine ich. Und wenn ich jetzt gleich noch meinen Enel verliere, dann sehe ich diese Runde auch als verloren an. Weil mein Trafolgar-Lore kommt gar nicht mehr mit der Heilung hinterher. Und stunnen lassen will er sich ja auch nicht. Hätte ich jetzt noch meinen Raider, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall gewonnen. Dem ist aber nicht der Fall. Aber wenn ich meinen Ray erwecke, wow, Entschuldigung, dann denke ich mal, habe ich hier schon wieder auf jeden Fall einen besseren Vorteil. So, jetzt ist es nochmal richtig knapp. Da hat man einfach Gozai A zweimal hintereinander die Ulti gezündet. Jetzt habe ich nur noch Ray als Gegner, aber noch mein Enel. Das könnte natürlich der entscheidende Faktor sein, dieses Spiel zu gewinnen. Ihr seht schon, der Ray macht übelst Schaden. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Der macht mal eben 231k Schaden. Das ist natürlich schon eine Nummer. 232k. 156k. Also wenn mein Enel nicht schnell genug ist, weil solange sein Raider echt im Stun, in seinem Schild ist, dann, das ist pervers. Da kommt man nicht durch. Man macht kaum Schaden. Und wenn ich das richtig sehe, wird wahrscheinlich sogar noch die Rundenanzahl ablaufen. Also, jetzt wird es wahrscheinlich Zeit, dass ich hier wirklich auf Automatik spiele. Auf manuell spiele. Weil es einfach zu heftig ist, wie der hier abgeht. Ich mache mal auf Speed 2. Vielleicht habe ich dann noch eine Chance, wenn ich dann noch mal mit dem Multiplikator ein bisschen mehr voll heile. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Schaden mache. Machen wir auf Speed 3, das müsste eigentlich reichen. So, perfekt. Boom. Machen wir 100k. Ich glaube, es geht, die Rundenzahl wird zu Ende gehen. Gehe ich mal stark von aus. Bevor ich hier seinen Ray platt mache. Ich habe nur noch 6 Runden Zeit, ihn zu besiegen. Jetzt muss ich wirklich jede Dinge auf jeden Fall perfekt machen. Ich habe nur noch 3 Runden Zeit. Das wird nicht mehr funktionieren. Das kriege ich nicht mehr hin. Ich kriege den Ray nicht kaputt. Ich hätte vorher schon auf manuell stellen müssen. Jetzt hat auch noch die Ulti versagt. Das ist richtig böse. Und ich glaube nicht, dass ich nochmal eine Ulti zusammenkriege, bis das 30. Runde abgelaufen ist. Jawohl, ich habe verloren, weil die Zeit abgelaufen ist. Aber egal. Hier haben wir nochmal ein Team. Direkt in Automatik. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Auf jeden Fall mega interessant, muss ich gerade sagen. Da sieht man mal, welche Kombinationen eigentlich auch noch gehen, die eigentlich richtig gut Schaden machen. Er hätte zum Beispiel gar keinen Stunner. Er hat von vornherein gar keine Chance.
Ja. Das spielt man nicht so. Oder war das dann da und der war nur schnell genug weg? Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade gar nicht mitgekriegt. So. Ich glaube, jetzt können... Ah, ja, sind leider hier fertig. Wir sind durch. Und das war's heute für PvP. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier können wir nochmal... Kriegen wir nochmal eine Belohnung. 3000 Berries. Richtig nice. Können wir vielleicht noch überlegen, ob wir uns noch irgendwas kaufen. Gosei E. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz habe ich denn zurzeit? Ich habe 96 Platz. Vielleicht kann ich ja noch irgendwas zusammenführen. Zusammenfügen. Sieht aber nicht so aus. Gosei A habe ich, glaube ich, noch gar nichts gemacht. Ne, da habe ich noch gar nichts gemacht. Da muss ich unbedingt mal so zusehen, dass ich den fertig kriege. Ansonsten... Was kann ich denn noch machen? Gosei E. Das ist ein bisschen schwer, zur Zeit hier durchzublicken. Wir könnten noch mal einen Gold Roger fertig machen. Gold Roger. Könnte ich sogar evolutionieren mit zwei Gold Roger. Ja, das ist nämlich teuer. Wenn man das irgendwann macht, dann ist man echt am Maximum angekommen. Ich glaube, ich kann mal meinen zweiten Gold Roger hochziehen, wenn das so weitergeht. Sollte ich vielleicht sogar machen. Bin schon überlegen. Mein Dragon ist leider noch nicht so weit. Mir fehlt jetzt noch einer, dann geht er auf... Warte mal, was ist mein Dragon? Mein Dragon ist auf 4, dann geht er auf 5. Der braucht ein bisschen länger. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier genug Dodge-Leute zusammenkriege. Außerdem brauche ich ja noch hier ein Buggy. Buggy hätte ich sogar. Und ich bräuchte noch 3 Stunner. 1, 2 und 3. So, Evolution. Da müssen wir mal gucken. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte einen Gold Roger wollte ich evolutionieren. Zack, zack, zack. So geht das auf jeden Fall klar. Machen wir mal. Weil dann können wir den schon mal, können wir ein bisschen Platz schaffen. So, ein Ray brauche ich dafür und dann noch ein Bubwarmen. Na, da ein Buggy brauchen wir nochmal. Zack. So. Also, ich sag mal, Gold Rogers habe ich ja sowieso genug hier rumfliegen. So, hier brauchen wir zum Beispiel den ersten Goldie wieder und wir brauchen noch ein Buggy. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen zusammenbauen können. Ich glaube nicht, nein. Doch, wir können doch noch einen Buggy können wir noch zusammenbauen. Perfekt. Das heißt, wir können hier nochmal ein bisschen Gold Roger tunen. Und ich glaube, ab 3 braucht man sowieso nur noch Gold Roger. Ah ne, einen. Okay. Brauchen wir davon noch. Aber wir haben keine lila Steine mehr. Sonst hätte ich den jetzt noch ein bisschen hochgezogen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir noch irgendwie goldene Steinchen kriegen. Ach, goldene Steinchen, lila Steinchen. Ich sag ja, heute ist mein Sprachfehler echt extrem. Ansonsten wären wir für heute durch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch wieder zeigen konnte, wo es lang geht hier. Auf dem englischen Server. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Ihr wisst ja, wie es läuft und wir sehen uns nächste Woche auf dem deutschen Server. Schönes Wochenende, Leute, und macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Haut rein, ciao.